Unterstützung hatten sich die Marktteilnehmer von Fed-Chef Powell gestern gewünscht auf dem Wall Street Journal Summit. Also gestern gab es da nicht wirklich viel. Das war ein bisschen enttäuschend, was das angeht, aber vielleicht ist die Charttechnik da ein bisschen gnädiger, denn wir wissen, die Zinsen sind ein wesentliches Thema und die Zinsen, die sind gestiegen. Warum sind die Zinsen gestiegen? Weil gleichzeitig die US Treasury Notes, die 10-Jährigen hier, gefallen sind. Die 10-Jährigen als ein Beispiel dafür. Je mehr diese Kurse hier fallen, je weiter sie fallen, desto mehr ist natürlich sozusagen der Zinsertrag auf diese Papiere, nee, das ist gelogen, aber der Zinsprozentsatz, die Rendite, so ist es richtig. Wir hatten uns da gestern schon mal ein bisschen hier intern drüber unterhalten. Was ist es denn jetzt? Der Zinssatz, die Rendite, der Zinsertrag? Nein, natürlich ist es so, dass das natürlich ein Fixum ist, aber wenn ich immer weniger dafür hinlegen muss, dann ist das gemessen an meinem Einsatz natürlich immer mehr Rendite. Also insofern, die Renditen hier steigen offensichtlich, je mehr der Kurs nach unten geht. Jetzt sehen wir aber, dass wir hier eine latente Chance für eine Unterstützung haben. Bitte das nicht jetzt als, super, da kann der Markt gar nicht durch. Doch, kann er. Das kann er sogar sehr gut. Aber viele Marktteilnehmer werden sich in diesem Moment erstmal überlegen, mal schauen, ob er es wirklich kann. Ich warte mal mit weiteren Shorts, beziehungsweise mit dem davon ausgehen, dass der Kurs hier weiter nach unten geht. Also wir haben eine gewisse Unterstützung jetzt hier. Das ist nicht gegeben, dass der Kurs hier dreht, aber typisch ist es durchaus, dass der Kurs an solchen Marken mindestens mal innehält. Und dann gilt wieder die alte Regel, geht es dann schubmäßig nach unten und wackelig nach oben, dann wissen wir, okay, das wird nicht halten. Wenn es umgekehrt allerdings von diesem Punkt aus jetzt stark nach oben geht und wackelig nach unten, also quasi das Gegenteil von dem, was wir hier hatten, dann haben wir die echte Chance. Vorläufig könnte diese Marke ein wenig halten und wir hätten dann ein wenig mehr Unterstützung und zumindest mal Entspannung von dieser Seite her, was die Märkte sicherlich eher positiv auffassen dürften. Doch Unterstützung gibt es natürlich nicht nur an dieser Stelle. Wir gibt es ganz andere Märkte, die mit Unterstützung im Moment gerade aufwarten. Ein bisschen Unterstützung hat der Markt aus einer ähnlichen Situation hier beim Nasdaq beispielsweise. Wir sehen das hier am Future-Kurs. Hier ging der Kurs ordentlich erst nochmal nach unten und hat sich jetzt hier dran gehalten. So, woran mag das sein? Wenn man jetzt ein bisschen mehr aufs Detail guckt, dann sieht man, ja, das hat dann so circa geendet um 14.30 Uhr. Haha. Ja, 14.30 Uhr ist nicht irgendeine Uhrzeit. Am ersten Freitag des Monats ist ein wichtiges Datum immer die Non-Farm Payrolls, also die Arbeitsmarktdaten aus Amerika. Und die wollen wir uns mal angucken hier. Da sehen wir deutlich besser als erwartet. Ja, also das war der vorherige, das ist der Erwartungswert und das ist das, was tatsächlich rausgekommen ist. Und wir sehen, die Arbeitslosenquote ist sogar hier laut dieser Aufstellung um einen Basispunkt hier, oder beziehungsweise um 10 Basispunkte, also um 6,2% gefallen, also ein bisschen nochmal runtergegangen. Das ist zumindest mal ein wenig Entspannung auch von dieser Seite. Da kann man dann den Eindruck haben, Mensch, das ist doch gar nicht so schlecht, was wir hier sehen. Gute Nachrichten also von der Seite ausgehend. Und dementsprechend nicht das schlechteste Zeichen für die Märkte und tatsächlich nehmen sie das gerade im Moment ganz dankbar auf und gehen nach oben. Jetzt kann man sagen, ja, schon wieder so eine Bewegung verpasst. Klar, die läuft jetzt ja schon, aber wir sehen das hier schon im Kleinen. Es gibt immer wieder diese Rücksetzer, die können wir doch nutzen, ob das im 1-Minuten-Chart wirklich der Fall sein muss, aber sowas gibt es dann auch auf den größeren Ebenen, also wenn der Kurs das dann entsprechend beim Aktienmarkt jetzt vollzieht heute Nachmittag, dann hat man da die Möglichkeit, nochmal in die Trendrichtung dann gegebenenfalls eben mit aufzuspringen. Also in dem Fall nicht nur hier die eingezeichnete Linie, auch diese hier ist zwar nicht willkürlich der Dreh hier, aber da wird man jetzt sagen, das liegt an den Arbeitsmarktdaten. Ja, aber die Preise werden halt doch relativ häufig recht pünktlich angesteuert und da wird dann genau geguckt, was passiert. Das hatten wir hier vorne ja auch schon, wo der Kurs zumindest vorläufig erstmal für ein paar Tage oder für 2 Tage jetzt hier erstmal Unterstützung dann bekommen hatte. Das Ganze gilt natürlich auch für den Goldmarkt. Machen wir den zum Abschluss auch nochmal ganz grob. Wir sehen, wir sind hier auf einem wichtigen Unterstützungsniveau. Also ein deutliches Thema. Der Kurs hat gute Chancen, jetzt von diesem Niveau aus abzuprallen. Ob das jetzt exakt in dieser Stunde schon losgeht, das werden wir sehen. Aber die Chancen dafür sind nicht so schlecht. Mal gucken,
Ich werde vielleicht am Wochenende dazu wieder ein übergeordnetes Video machen, um mal einzuschätzen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen. Also, ihr seht, viel Unterstützung aktuell, ein Thema. Ob diese Unterstützung greift, werden wir sehen, aber die Chancen scheinen im Moment zumindest mal da zu sein. Deshalb würde ich jetzt im aktuellen Fall eher die Long-Seite zumindest mal im Bild haben. Ob das aber wirklich nachhaltig so bleibt, das werden wir erst dann sehen können, wenn die Abwärtsbewegung, die sich dann vielleicht ergibt, tatsächlich dann auch eher wieder korrektiver Natur sein wird. Also das vielleicht unbedingt mal vormerken. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal viel Spaß an den Märkten heute noch. Ansonsten ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche hören wir uns wieder, wenn ihr denn mögt. Bis dahin macht's gut.